Moin Autopflegefreunde, heute wollen wir unsere Autoscheiben intensiv reinigen und damit perfekt und möglichst einfach für die Versiegelung vorbereiten. Dabei ist es egal, ob es sich um die Front-, Seiten- oder Heckscheibe handelt. Viel Spaß beim Nachmachen! Los geht es mit der Einkaufsliste. Wir brauchen Reinigungsknete in Kombination mit einem Gleitmittel, ein Scheibentuch, Glaspolitur, ein Filzpad, eine Polierhilfe und Glasreiniger. Wenn ihr im Anschluss an die Reinigung eine Scheibenversiegelung auftragen möchtet, dann empfehlen wir außerdem Isopropanol oder einen anderen Entfetter zu nutzen. Alle von uns empfohlenen Produkte findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Damit kommen wir zum ersten Schritt, der Vorreinigung. Zuerst nutzen wir einen Glasreiniger, um alle leichten Verschmutzungen zu entfernen. Wir sprühen erst auf das Tuch und polieren dann über die Scheibe. Ihr könnt bei wenig Wind oder in Innenräumen, aber auch direkt auf die Scheibe sprühen. Im zweiten Schritt kümmern wir uns um die hartnäckigen Verschmutzungen. Wir nehmen die Reinigungsknete, feuchten die Scheibe sowie die Knete mit dem Gleitmittel an und reiben dann mit mittlerem Druck über die Fläche. Dabei sollte eure Knete nicht stocken, sondern flüssig über die Scheibe gleiten. Ist das nicht der Fall, müsst ihr mehr Gleitmittel verwenden. Wie ihr hier seht, feuchten wir regelmäßig nach. Im Anschluss geht es ans Polieren. Wir kletten das Filzpad auf die Polierhilfe und verteilen die Politur auf der Scheibe. Danach gehen wir in kreisenden Bewegungen über die Fläche. Wenn es sich anbietet, wechseln wir die Technik und ziehen Bahn. Achtet darauf, nicht die umliegenden Kunststoff- und Gummiteile zu berühren. Wenn ihr euch unsicher seid, solltet ihr diese abkleben. In diesem Schritt geht es darum, auch die letzten Verschmutzungen zu entfernen. Ihr könnt alternativ natürlich auch mit der Poliermaschine arbeiten. Im letzten Schritt tragt ihr die Politurreste mit Hilfe eines Glasreinigers und Scheibentuchs ab. Alternativ könnt ihr auch den Entfetter verwenden, was wir euch empfehlen würden. Dadurch könnt ihr euch sicher sein, dass alle Politurreste restlos entfernt sind und die anschließende Versiegelung dadurch direkten Kontakt zur Scheibe hat. Nun seid ihr bereit für den Auftrag der Scheibenversiegelung. Falls ihr euch unsicher seid, welches Produkt ihr verwenden solltet, dann schaut gerne bei unserem Scheibenversiegelungstest vorbei. Wir haben 11 Produkte auf Herz und Nieren getestet. Das Video findet ihr oben rechts in der Infobox oder am Ende dieses Tutorials. Dort seht ihr auch, wie die verschiedenen Produkte angewandt werden. Wir hoffen, euch hat das Video geholfen. Falls ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und gesund. Euer Team von Auto Lifestyle.